Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Minecraft Mod Journey. Schön, dass ihr mit da seid. Zauberergraf ist auch mit am Start, müsste demnächst irgendwo im Discord spawnen, schätze ich mal. Und dann können wir auch da schnacken. Wenn nicht, ist halt eine kleine Runde, das ist auch kein großes Problem. Ich dachte, ich führe euch einmal ganz kurz ins Grundstück rum, bevor wir in den Keller verschwinden und da was graben. Guter Plan, oder? Das haben wir jetzt hier echt noch nicht einmal gemacht. Ich betrete das Grundstück mal von vorne. Also wir laufen hier immer hin und her. Also vieles habt ihr ja schon gesehen, aber so eine richtige Führung. Da könnte Zauberer Graf natürlich auch gern mit dazukommen und uns ein paar Worte dazu sagen. Hallo. Hallo. Naja, wir müssen dieses komische Ding hier noch rüberziehen. Ah, das Teleporter-Ding. Ja, genau. Theoretisch ist der Sinn und Zweck und Plan, dass wir auch hier reinkommen. Das ist unser Haupteingang. Wir haben ein schickes Mäuerchen vorne vor. Sprich Freund und tritt ein. Freund. Dit. Team Kograf. Oh, wieso rot? Ich bin blau. Egal. Wir haben hier theoretisch rein dekorativ so einen kleinen, was ist das? Sandwich-Shop hier? Ja, genau. Das ist mein Marmeladen-Sandwich-Shop. Oh Gott, das ist sogar voll. Das heißt hier voll, aber erst gefüllt. Ja, falls mal jemand ein Sandwich haben will, im Tausch oder so, könntest du hingehen und ihm was verkaufen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt im Großteil auf diesem Server unterwegs sind, kein Interesse daran haben, Essen zu kaufen. Aber ich finde es vom Konzept her ganz cool. Aber es sind liebevoll geschmierte Marmeladen-Sandwiches. Ja, das ist richtig. Simple Shop. Ach, du hast sogar Shops gekauft. Aha. Nee, gecraftet tatsächlich. Ja? Mir erschließt sich das Prinzip aber noch nicht ganz. Und auf unserem Grundstück können die eh nicht drauf zugreifen. Na, böse und so. Wenn es rausstellen, können sie doch einfach abbauen. Jetzt nicht, dass wir den Menschen misstrauen, aber ist im Prinzip Ding. Wir haben hier eine schicke AFK-Bank. Das heißt, wenn ich gerade mal wieder auf Toilette gehe oder sonst was, setzt man sich hier drauf. Und theoretisch habe ich dann ein Schild über dem Kopf. Machst du eine Roomtour? Ja, ich dachte, ich mache mal eine kleine Rundführung und dann wäre es halt cool, wenn du mit dabei bist, weil du kannst dazu mehr sagen. Mhm. Wir haben dann hier rechts die Möglichkeit, einmal hier hoch auf ein paar Felder zu kommen, die auch eher dekorativen Charakter entsprechen, als irgendwie sinnvoll genutzt werden. Mittlerweile. Am Anfang haben wir sie ja durchaus gebraucht und genutzt. Genau, aber da sind wir samenbedingt mittlerweile doch massiv drüber. Drüber hinweg. Genau, was haben wir hier? Komposter. Auch eher so ein Ding aus Prinzip und cool. Ein paar Felder. Ich mag die Felder. Ist doch nur, ich mag es, über Felder zu laufen. Das ist so. Wenn da Laternen unten am in den Blättern aufgehangen, nicht fast sexier? Dann hängen welche auf. Ja, mach welche. Also so am Blätterdach so eine Laterne drunter hängt? Ich glaube, das wäre echt sexy. So, wir haben unser Grundstück hier anfangs gewählt um einen natürlichen Fluss drumherum. Den haben wir mittlerweile ein bisschen aufgebohrt, dass der Fluss auch wirklich flussig ist. Wir sind in so einer Astgabel, ne? Der Fluss umschließt unser Grundstück. Genau. Also man sieht jetzt auf der Karte, ist auch deutlich breiter, aber wir haben uns das Grundstück schon am Anfang ausgesucht, weil hier schon paar Überreste von einem Fluss, so ähnlich wie das hier zerstückelt war. Den haben wir noch mal ein bisschen schicker gemacht und ums Grundstück geführt, dass das auch wirklich so das Konzept widerspiegelt, was auch geplant ist. Hier geht's einmal rüber über die Brücke. Hier haben wir auch, wie gesagt, eher aus Dekorationsgründen als irgendwas anderes. Vielleicht kommt da ja noch was Sinnvolles zu. Ein Bergwerk. Da ist auch noch nicht so viel drin, aber es, wie gesagt, hat eher einen dekorativen Charakter. Da müsste man vielleicht mit dem Holzdinger noch ein bisschen anders arbeiten, damit das richtig gut aussieht. Das ist nur so ein Langeweile-Projekt für nebenbei. Wo wir könnten hier eine geheime Raketenbasis reinbauen. Irgendwie so. Mhm. Wir sind außerhalb unseres Grundstücks. Oh, haben wir schon neue Chunks? Nee, ne? Mhm. Oh. Freitag, meine ich, sind wir berechtigt. Oh Mann. Das ist ja definitiv nochmal. Ja, aber ich dachte, hier unten im Keller ist das vielleicht nicht so wild. Ja, wenn wir auch ein bisschen über die Grenze hinausbauen. Haben wir sogar eine Lore, die runtergeht. So ein paar Redstone-Schienen, dann kann sie auch wirklich automatisch fahren. Ha! Ja, wollte ich auch machen, dass man da hoch und runter huilen kann. Unser Fluss. Das hier ist quasi eine Wassermühle.
soll so vom Design her entsprechend aussehen. Wir haben unten noch eine Mühle dran. Dahinter, an dem Ende, ist ein Wasserrad. Ja, da unten muss der Technikraum hin. Das kann ich alleine aber nicht. Dafür bin ich zu dämlich. Ich kann nur hübsch. Für klug bist du verantwortlich. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob wir jetzt viel Technik brauchen. Stromkabel reicht ja erstmal. Mhm. Aber da ist das Wasserrad. Weil wenn wir es schon am Laufen haben, dann kannst du ja auch mit zur Stromversorgung beitragen. Auch wenn das am Ende nicht viel ausmacht, ist es trotzdem geil, wenn man es hat und auch mal angeschlossen ist. Und ich freue mich, Prinzip, wenn ach, das meine Kühlschränke. Ah, Blue Ice. Schön. Genau das, genau wegen dem Kram wollte ich auch nachher Keller machen. ich wollte nämlich gerne die Stromversorgung ein wenig angehen. So, was haben wir hier? Wasserrad, Mine. Ach so, ja, weiß ich. War ich eben. haben wir hier ein paar Tierchen. Die züchten wir eigentlich auch nicht. Die sind einfach nur da. Wieder zum Thema, weil wir es können. Optisch, Dekoration. Aber auch da am Anfang haben wir sie genutzt. Aber im Stall könnte man bestimmt noch ein bisschen Einrichtung dazu packen. Ich komm mal rein. Ja, vielleicht noch mal so Heuhäufchen oder so. Das gibt's bestimmt. Jetzt komme ich selber auf Ideen. Mein Gott, du kannst die Heublöcke sogar schisseln. Echt? Ja. Oh mein Gott. Muss mal gucken, da gibt's ein paar schicke bei. Oh. Witzig, ich bin diese Crafting-Bänke nicht gewohnt. Ich vergesse immer, da einfach mal drauf zu gucken, ob es geht. Sind angeschlossen mit am Fluss, richtig cool. Frischwasserversorgung. Hopp. Ah, da drüben haben wir Pferde noch, genau. Die waren anfangs, glaube ich, mal mit im Haufen drin. Das rechte ist deins, das gepunktete ohne Zaumzeug. Das müsstest du mal zähmen, damit da dein Claim drauf ist. Wie mache ich denn das? Draufsetzen, dann schmeißt er dich ab. Das machst du 2-3 Mal. Und dann habe ich auch ein Herzen drüber, ne? Genau. Oh, schmeiß mich jetzt nicht in den Block über mir ab. Das wäre echt ein bisschen ärgerlich. Jetzt hast du ihn. Cool. Ich habe Diamantenzaumzeug für ihn. Ich hab dir auch gerade einen Sattel reingeschmissen. Den kannst du ihm gleich aufsetzen. Und wie? Muss mal ganz kurz gucken. Sneaken und rechts, glaube ich. Du kriegst erstmal meine Diamantrüstung. Ich hab eine irgendwo rumfliegen. Und guck mal, die haben auch unterschiedliche. Ja, hier rechts in der Truhe schon. Ah. Dein Pferd hat eine Sprunghöhe von 2,93 und eine Geschwindigkeit von 11, irgendwas. Meins ist, glaube ich, ein Stück schneller als deins und dafür springt deins höher irgendwie so. Ja. Weg ist er. Ihr passt gut zueinander mit der Rüstung. Dein blauer Hell, also die Diamanthelmrüstung und dann. Yeah. Hopp, hopp. Oder auch nicht. Nice. Cool. Auch erledigt. Ja. Dann haben wir hier einen Brunnen. Wir haben hier ein Teleporter-Pad, damit sind wir quasi am öffentlichen Teleporternetz angeschlossen. Für gratis und so. Genau. Den ziehen wir nochmal um, dass man am Haupteingang reinkommt. Ja, müssen wir bei dem Desk Crafted Hub Bescheid sagen, damit er die Koordinaten entsprechend anpasst. Oh, ist schon wieder jemand an der Stromleitung gestorben. Och, ja. Wie ärgerlich. Setz den Timer zurück. Den Countdown da. Ja, wir haben schon im Discord sind schon ein paar Memes unterwegs, so nach dem Motto, so und so viele Tage ohne Stromunfall und so ein Spaß. Ja, aber das Ding macht gar keinen Sinn, da sollten sie lieber Stunden draufschreiben, weil zu Tagen kommt es nie. Ich habe hier schon meine T1-Rakete, die habe ich da jetzt erstmal nur hingestellt, die hatten wir jetzt zusammen hergestellt gehabt. Da müssten wir irgendwo, ich hätte gerne eine coole Raketenstation, eine kleine, wo ich dann vielleicht noch den Serverschrank fürs ME-System unten drunter hinkriege, dass wir das alles schön miteinander kombiniert kriegen. Das wäre mir wichtig, aber... Das lasse ich die Lady ja mal ganz gerne machen. Mhm. Aha, das Hexenhaus. Hier einmal im düsteren Wald. Noch ein Hexenhäuschen. Fairness halber, aber müssen wir gesagt haben, es ist geklaut. Ja, hat sie sich irgendwo aus dem Internet gezogen und nachgebaut. Richtig. Aber jeden Block selber gesetzt. So. Gehen wir rein. Das ist die freundliche Kräuterhexe von nebenan. Die hat sonst nichts zu vermitteln. Oh, haben wir hier auch schon so einen Trankbrauer? Hast du den auch gebaut? Nee, noch nicht. Habe ich aber in Planung. Ah, den brauche ich nämlich. Der passt ja hier sowas von perfekt rein, ja, in das, ne? Setting. Finde ich auch. Oh.
Und hier oben im Hut hat die Hexe noch ein bisschen Schlafplatz und sonst was. Und eigentlich, wenn ich den Erzählungen richtig folge, haben wir ja einen geheimen Keller. Und hier kommen dann die nicht ganz so netten Sachen hin. Da freue ich mich auch sehr drauf, aber da sind wir noch nicht. Details folgen, auch wenn man sich bei dem Ritualmesserchen das schon denken kann, was denn hier passiert. Aber das machen wir ein anderen Mal. Ich bin gerade so mit der Technik fixiert. Magie mache ich immer erst so spät, auch wenn die auch teilweise echt Spaß macht, aber mein Kopf funktioniert halt eher technisch als magisch. Dann mal hier quer durch den Wald. Ja, und dann gehen wir gleich mal in den Keller. Grundversorgung graben. Ich habe auch am Technik. Ja, da laufe ich doch gerade hin. Achso. Oh, das kennen wir schon. Das habe ich schon mal gezeigt. Das Gewächshaus ist immer noch hier. Ich habe auch an den Pflanzen noch nichts geändert. Zauberer Graf hat ihre komischen Lebensmittelpflanzen vorne rausgenommen. Das ist soweit schon passiert. Hopp, hopp, hopp. Ja, und wir haben halt unseren Zugang zu unseren Crafting-Sachen. Ich guck mal ganz kurz, wie weit das so Premium ist. Das dürfte mittlerweile fertig sein. Nicht so Premium, Imperium. Ja, Imperium ist fertig. Jetzt geht's mit dem Tertium wieder weiter. Geil. So macht das Spaß. Das dürfte etwas schneller verlaufen als hier das Imperium. So Premium lasse ich auf 64 erstmal begrenzt. Nice. Mittlerweile haben wir auch einen Zugang ins Lager. Aber auch das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Da gehen wir gleich rein. So. Wir gehen einmal hier in meine kleine Werkstatt. Das ist quasi die Immersive-Werkstatt, die einfach nur da ist. Das ist quasi so Hinterhof-Werkstatt, wo ein paar Immersive-Sachen drin sind. Die Immersive-Öfen, Immersive-Werkbänke. Also als Werkstattstil. Jetzt ein paar Kisten mit geil beschriftet. Komisches Zeug. Was ist denn komisches Zeug? Ja, das war doch mal Mobblut, aber Mobblut Zertus stimmt auch Grad, nicht mehr. Attune-Chart. Nordpottel. Ja, ja, keine Ahnung. Komisches Zeug halt. Halt der Kram, wo man gerade nicht weiß, wohin damit. Lager ist auch blöd und dann rotzt das halt schnell rein. Haben wir eine Absteckkammer. Sind auch ein paar viele Sachen drin. Was haben wir denn hier? Flachs. Oh, wir haben Flachs, wofür auch immer. Also bei Medieval Dynasty kann man damit Geld verdienen. So. Warum willst du welche vor der Base? Oh Gott, will jemand Elektrozaum seine Base machen? Oh, das wäre witzig. Ich fände es tatsächlich witzig. Ja, ich fände das auch aber lustig. Ich okay. Brauche das Flachs, um meine Wolle herzustellen für meinen Dekokram und sowas. Aus Flachs macht man Fäden und aus Fäden mache ich Wolle. Geht schneller als die ganzen Schafe, also die ganzen drei Schafe da immer zu scheren. Aber ich glaube, unten ist auch ein Schafsied mit drin. Du kannst die Wolle einfach mittlerweile. So machen. Mittlerweile, ja. Aber das war meine Absicherung hier. Auch die Zutaten für die Sandwiches und sowas. Flachs, ja, eigentlich, das ist schon cool. Peanut. Aber das ist eigentlich ein bisschen schade, dass die Felder da quasi keinen Sinn mehr ergeben, ne? Weil dieses, ich finde diese, hatten wir jetzt vor der Folge gesagt, du findest die Seeds so OP. Ich finde, das, was es so OP macht, sind die Botany Pots. Ja, die Kombi, das ist einfach. Genau, ich finde nämlich die Seeds von Mystical Agriculture, ja, okay, die sind schon mächtig. Aber im gewissen Rahmen finde ich sie nicht unbedingt als OP, weil man da echt eine Menge reinstecken muss, damit das gut und anständig läuft. Oder man nimmt einfach Knopper, Boot in die Pot und das war's. Kostet ein bisschen Lehm und ein bisschen Eisen. Das, die Kombination, da stimme ich dir tatsächlich mal zu, das finde ich tatsächlich OP. So, ich habe hier oben jetzt auch noch eine quasi eine zweite Werkstatt, über der Werkstatt, zugänglich durch die Leiter auch von der Werkstatt aus, das ist ganz witzig eigentlich. Hier ist noch ein Wartungsschacht, der führt runter, falls ich mal Kabel legen will. Das wird alles noch kommen. Hier habe ich angefangen, mir die Applied Energistics Komponenten einfach mal mit reinzupacken, damit die unten nicht in unserem Hauptlager drin sind, weil ich finde, die sind ein bisschen zu speziell, um sie im Lager mit unterzubringen. Außer ich würde im Lager halt so eine Applied Energistics Ecke kriegen. Aber dafür ist das Lager streng genommen auch schon wieder zu klein. Und wozu hat man denn die coolen Räume hier oben, ne? Das ist natürlich auch mit ans Lager angeschlossen. Und das gleiche Spiel hier für ein paar Ender-IO Sachen. Also hier oben werde ich Ender-IO, Applied Energistics, müssen wir noch ein paar Bänkchen und Dicke dazustellen. Ganz eventuell noch eine andere Mod, muss ich mal gucken. Wir haben ein Gästezimmer. Ich gebe zu, das habe ich noch nicht einmal gesehen bis jetzt. Ich weiß schon lange, dass es da ist, mit schicken Bildern, Betten. Eigentlich auch nur so aus Prinzip, weil ich dachte, hin und wieder wird ja mal darum gebeten, dass man schlafen geht. Und ich dachte, wenn wir dann gerade Besuch haben,
kann der Besucher hier auch kurz hinlegen. Das war ursprünglich mein Farbenregal, weil das mein Dekoraum werden sollte, aber das habe ich dann alles nach oben gezogen, damit es mit meinem Botania-Kram auf einer Ebene ist. Und was genau hast du jetzt damit vor? Ist ja schon ein schickes Räumchen. Ich habe es einfach noch nicht abgerissen, weil ich es eben auch cool fand. Hä? Küche? Ach so. Ah, da kommt hier oben noch eine zweite Küche hin. Nee, das ist der Küchenbausatz. Das ist meine Abstellkammer. Büchers. Ach, erkenntlich dadurch, dass Bücher drauflegen. Cool. Simpler Gedanke, gefällt mir. So, dann gehen wir mal hoch. Jetzt sind wir schon unter unserem Dach. Und das ist meine Etage. Da hat Zauberergast sich ausgelassen. Sie hat hier eine Botania-Ecke. Die Pflanze wächst durchs Fenster. Mach das Fenster mal auf. Ja, besser ist das. Das ist schon cool. Ja, aber ich komme da noch nicht so gut voran. Dieses ganze Technische, irgendwie habe ich da mal Schwierigkeiten, mich mit ranzutasten. Ich versuche gerade Mana in die Pötte hier zu kriegen. Das ist vielleicht für andere Menschen einfach, für mich nicht ganz so. Bin mir auch nicht sicher, ob du nicht fast so wenig Platz hast, um das anständig zu machen. Ja, das befürchte ich auch. Aber für den Anfang ist das schon ganz cool hier mit der Botania-Ecke. Haben wir hier die ganzen Werkbänke, um Sachen umzudekorieren. Das ist quasi Zauberergrafs Deko-Ecke. Schilder? Genau. Schon Schilder auf Lager, okay. Teppiche, Kerzen, oh, bunte Kerzen, ich fass es nicht. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Ja, das ist halt mein Dekoraum von hier aus, baue ich unser Grundstück. So, dann haben wir hier quasi unseren Wohnturm. Hier kommen anscheinend noch ein paar Rüstungen und so hin. Hier kommt gleich unser Schlafzimmer. Und noch höher gibt's nicht. Nee. Ist immer ein bisschen nervig, wenn man mal nachts ins Bett muss, weil es so weit oben ist, aber an sich ist es ganz cool. Das ist unser Turmzimmer. Ja, und dann gehen wir mal wieder runter. Schön die Wendeltreppe. Als nächstes müsste gleich das Lager kommen. Ja, wir haben eine kleine Brennstation. Auch wahrscheinlich hat die hat mittlerweile auch mehr optischen Charakter als wirklich Nutzen. Auch manchmal benutze ich die tatsächlich noch. So, hier habe ich immer noch meine hingeferkelte Metallpresse. Die ziehen wir natürlich auch irgendwann mal mit runter. Lagergedöns, den Bereich kannten wir jetzt soweit schon. Der hier hinten ist neu angebaut und führt quasi zum Gewächshaus. Ist schon ganz cool. Ja, hat es sich ergeben. Ich habe mit dem Graben aus Versehen da reingebuddelt und dann dachte ich, ach, was soll's. Mach's eine Tür rein. So. Dann sind wir gleich in Hast du die Schächte hier auf der Treppe gezeigt? Die Türen? Nö, nur von oben. Das ist Zugang zum Wartungsschacht. Man kann eigentlich von fast jeder Etage auf diesen Wartungsschacht zugreifen, was es dann später vereinfacht, falls ich da Kabel oder Leitungen insgesamt hochlegen möchte. So, zack. Das ist nice to have. In unserer Halle unten, sie habe ich mittlerweile um nochmal 2 Chunks vergrößert, damit man das hier ein bisschen freier gestalten kann. Hab den Boden zu Deep Slate Bricks gemacht. Genau, das Gewächshaus. Wir haben unter das Gewächshaus, was ich etwas pompöser aufgezogen habe. Das ist quasi unser, unterirdisches Gewächshaus. Da sind die ganzen Seeds drin, die ich hier so sonst wo immer bekomme. Durch Handel, durch die Quests und was sich alles da anfällt. Hier habe ich quasi einfach alles angebaut. Ich habe gerade nicht mal einen ganz großen Überblick, was wir alles angebaut haben. Das ist aber im ersten Moment auch gar nicht so wichtig. Es ist nämlich alles am Lagersystem angeschlossen, weshalb ich auch vom ME-System jederzeit darauf zugreifen kann. Das ist ganz geil. Hier ist zum Beispiel einer, der ist nicht richtig eingerichtet. Hast du eine Aufstiegskarte dabei, zufällig? Nee. Da muss einmal umgebastelt werden. Da müssten die Samen nämlich nach oben links. Ich habe hier ein gewisses Konzept drin, das muss umgesetzt werden. Ja, ich wäre auch verwirrt, wenn das auf einmal nicht so ist. Ja, ich hole mir mal kurz die Aufstiegskarte. Das mit nervigste insgesamt finde ich tatsächlich immer diese Wendeltreppe, aber sie bietet sich halt irgendwie an. Aber dieses im Kreislaufen ist irgendwie anstrengend für die Augen, finde ich. Ja, wir könnten im Wartungsschacht einen Block nutzen, um eine Leiter durchs Haus zu ziehen. Ja, dann benutzt niemand mehr die Treppe. So. Einmal die Samen. Zack. In welcher Mod waren denn diese Teleportsteine, wo du dich drauf gesneakt hast und die überall sehen konntest? Ja, NIO. Mit denen fange ich auch bald an. Ach, haben wir die Teleporter hier? Ja.
Muss ich halt nur anfangen mit zu bauen, aber mit NRO kann ich ganz offiziell noch gar nicht richtig zulegen, weil ich ja rein laut Modpack-Regeln erstmal Glacio besuchen muss mit der Ad Astra-Mod, um dann mit den Glacio-Steinen zu arbeiten. Wir hatten ja eine kleine Spende bekommen, weshalb ich schon ein paar Conduits bauen konnte. Da aber in dieser Version noch keine Möglichkeit besteht, die Conduits optisch zu verstecken in dem Sinne. Na gut, außer man baut halt einen Block davor. Das geht natürlich immer. Aber keine Fassaden mehr, ne? Genau. Muss ich ernsthaft überlegen, ob ich bei meinen geliebten Conduits bleibe oder ob ich das einmal wechsle, weil ich das gar nicht verstecken kann. Dafür haben wir andere Möglichkeiten, halt mit anderen Leitungen. Deswegen, da muss man mal gucken. So, einmal Dinge wegräumen. Und das war eigentlich schon die grobe Tour. Wir kommen unten von dem unterirdischen Gewächshaus natürlich auch weiterhin entspannt in das oberirdische Gewächshaus. Wir haben das also thematisch relativ nah beieinander alles behalten. Und das hier, das sind alles so Türen. Eigentlich sind das Fenster, die, wenn man sie übereinander packt, tatsächlich zu einer Tür werden. Das ist total cool. Also, das ist eine geile Mod. Und dann kommen wir hier halt wieder hoch Richtung Gewächshaus. Habe ich noch ein bisschen Erde, sonst was gelagert. Den Block habe ich auch nur davor gesetzt, weil genau dahinter habe ich einmal die Conduit-Leitung nach oben fürs Gewächshaus, damit wir hier von den ganzen vielen Kabeln in der Halle weggekommen sind erstmal. Aber auch wenn ich überlege, für die Halle diese Kabel eventuell sogar wieder mitzuverwenden tatsächlich. Damit das hier halt optisch dieses diesen Industrie-Flair hat. So, dann haben wir das. Ich hole mir mal ganz kurz meine Werkzeuge von oben. Mein Plan, abgesehen von der Rundführung, oh, die hat schon 20 Minuten gedauert. Ich fasse es nicht. Wieso haben wir so viel zu zeigen? Was soll denn der Müll? Ich brauche mal kurz meine Werkzeuge. Die packe ich nämlich immer für Zauberergraf mit zur Seite, wenn ich mal nicht da bin, falls ihr mal Bock habt, eine gute Spitzhacke oder so zu benutzen. Genau, und zwar würde ich die Energieversorgung tatsächlich in Angriff nehmen und das heißt, ich würde diesen Keller hier nochmal unterkellern und den vom Stil her etwas dunkler und abgeranzter machen, weil da einfach nur diese Stromversorgung ist und niemand anderes was macht und von dort aus dann Leitungen hoch ins Haus führen und so ein Spaß. Das wäre so der Gedanke. Das heißt, wir werden auch diese Generatoren, die hier oben sind, mit rausziehen und ich denke, dass ich auch nicht die Akkumulatoren von Immersive nehme, sondern finde ich halt mega geil, die von Ender.io. Ich habe sie früher geliebt, ich hoffe, ich werde sie immer noch lieben. Die kann man nämlich zu einem Multiblock zusammenfassen. Das ist, macht mega Spaß. Braucht Copperloy, Vibe und Küste? Ah, okay, das heißt, wir bräuchten ein bisschen mehr Emerald, aber wir haben ja unsere Händler oben, die wir regelmäßig mal versorgen. Und dann könnte ich tatsächlich mit den Dingern arbeiten. Mega. Mega gut. Und dann könnte man sich eine zentrale, fette Powerbank hinsetzen, die ich dann halt von mehreren Clustern dieser thermoelektrischen Generatoren versorge. Praktisch könnte ich natürlich auch sowas wie einen Extreme-Reaktor bauen, aber ist geil. Ich kann damit auch halbwegs umgehen. Aber ich bin einfach persönlicher Fan von diesen Thermodingern. Das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier unten graben. Ich muss mal ganz kurz Small Square, genau. Da müsste ich theoretisch gegenüber direkt wieder rauskommen. Ich habe nämlich schon angefangen, den Spaß so zu machen. So. Ist ein bisschen dunkel. Oh, ja, mit dem Schwert abbauen. Genau so macht man es richtig. Oh, hä, müsst ihr nicht gleich mal? Da, danke, dachte schon. Genau, also den Bereich hier würde ich tatsächlich als eine Art Wartungsschacht betrachten. Auch schon wieder Hunger. Zaubergraf, wolltest du mir nicht helfen beim Kellergraben? Ja, aber ich glaube, ich muss mich gleich nochmal ausloggen. Oh. Die Arbeit ruft. Oh, echt? Mhm. Das ist ja doof. Mhm. Such dir einen neuen Job. Ja, ich meinte eher so den privat angelachten Job. Ja, dachte ich mir schon.
Du meinst das Ding aus eigener Herstellung? Ja, genau, das Ding meine ich. So. Gehen wir mal rüber. Also, letztendlich würde ich dann hier unten im Keller nochmal ein bisschen ausheben. Das kann ich dann auch vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal machen. Dann müsste ich hier mal kurz reingraben. Aha. Mir doch gedacht, irgendwas hat hier da nicht gestimmt. Oh. Hat er? Hat er. Genau, das sind dann schon mal die Warteschlüssel, die sind miteinander verbunden. Rein theoretisch müsste ich jetzt halt unten drunter. Ich bin am Überlegen, ob ich die Halle nochmal genauso hoch baue oder kleiner. Sie müsste ja mindestens genauso hoch sein. Ich gehe mal kurz gucken und komme sonst gleich nochmal wieder zum Ausmachen. Ja. 1, 2, 3. Genau. Ich baue das Ding jetzt erstmal 6 tief und dann können wir später nochmal drüber nachdenken, wie wir das handhaben. Das kann ich aber, wie gesagt, versuche ich bis zum nächsten Mal ein bisschen vorzubereiten. Dann können wir uns auch nochmal um die Energieversorgung kümmern. Eigentlich müssten wir uns auch wirklich, wirklich um Ad Astra kümmern. Ich habe bisher einfach keinen Bock. Ich habe das bei Septic Ages damals einmal mit durchgezogen. Das war... Ist eigentlich eine ganz geile Mod, aber entspricht nicht unbedingt dem, worauf ich persönlich halt so stehe. Auch wenn es halt cool ist. Das will ich ja überhaupt gar nicht abstreiten. Aber es ist halt... speziell. Oh, so, so, so. Achso, Hunger. Eieiei. Genau, dann machen wir die Folge einfach ein bisschen kürzer. Dann habt ihr eine kleine Rundführung bekommen und beim nächsten Mal haben wir ein Loch im Boden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.